Hallo zusammen, es ist Freitag, der 13. Januar 2023 und wir haben 17.40 Uhr. Als allererstes muss ich Abbitte leisten. Und zwar musste meine Homepage irgendwann vor 5 Monaten umgezogen werden und die Jungs, die das gemacht haben, haben vergessen, meinen Kontaktbereich umzuziehen. Und das habe ich also gestern nur gemerkt, weil ich dachte, wieso kommt denn da eigentlich nichts? Und habe dann nochmal, wurde ich darauf angesprochen, hier auf YouTube, sehr nett. Und dann habe ich das checken lassen. Die sagen, oh ja, Entschuldigung, das haben wir vergessen. Das habe ich dann gestern Mails gefunden, Anfragen und was auch immer, auch Weihnachtsgrüße von seit 5 Monaten. Und ich habe gestern in der Nacht- und Nebelaktion versucht, alle diese Anfragen irgendwie zu beantworten. Es tut mir wahnsinnig leid, mea culpa, mea maxima culpa. Ich kann nichts für, ich bin unschuldig. Das bin ich eigentlich immer, aber diesmal ganz besonders, weil das habe ich outgesourced. Ich habe von sowas keine Ahnung. Also ich hoffe, dass ich allen von euch irgendwie eine Antwort gegeben habe. Wenn nicht, bitte nochmal schreiben. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber ihr wisst es, unter YouTube versuche ich auch jede Frage zu beantworten. Das ist nicht meine Art, Anfragen nicht zu beantworten. Das tut mir wirklich sehr leid. Es ist nur mal passiert. Und schaut mal bitte, wenn ich da irgendeinem noch eine Antwort schuldig bin, dann lasst es mich bitte wissen. So, jetzt gehen wir zum DAX. Die blaue Linie hatte ich am Mittwoch angesprochen. Das ist diese rund 15.000. Da hat er sich 5 Stunden dran gerieben, das ist der Tageschart, eine Kerze, ein Tag, 5 Stunden dran gerieben und aufgeladen und ist dann weiter drüber gegangen. So, ich lasse die trotzdem drin. Für mich ist das eine optische Unterstützung. Deswegen habe ich die Farbe auch ein bisschen anders gemacht. Von den Fibos her habe ich momentan nur diesen einen Punkt hier, 76,4er. Da gibt es auch noch einen 78er, ich habe jetzt das hier genommen. 15.236, das ist für mich das Maximale, was er erreichen kann. Das ist nicht mehr viel, das sind so von hier 150 Punkte, aber das kann er erreichen. Dann landen wir hier genau mittendrin in so einer ausgedehnten Trading Range, oft gehandelt, lange gehandelt, bis die, wenn man hier an der blauen Linie verlassen wurde. Das ist das Erste. Dann, die Bänder gehen weiterhin auf. Das der Bewegung aufwärts entgegengesetzte Band dreht noch nirgendwo ein. Es gibt noch kein Verkaufssignal oder zuverlässiges Signal von den Bändern. Wir sind deutlich über der 20-Tage-Linie. Wir sind weiterhin positiv über das MACD. Wir gelten als heftigst, wo sind die Zahl? Heftigst überkauft über die Stochastik ohne ein Verkaufssignal. Jetzt passiert aber Folgendes. Wir haben hier 1350 Punkte innerhalb kürzester Zeit gemacht. Und heute, ich hole es mal näher ran, machen wir fast einen perfekten Doji. Ja, wir haben also Eingangskurs gleich Ausgangskurs. Wir haben die Schatten, Docht, Lunte. Und ein Doji ist immer ein Zeichen für die Unentschlossenheit des Marktes und ist besonders dann interessant, wenn es an Hochpunkten oder Tiefpunkten kommt. Mal zum Beweisen. Hier ein Hochpunkt, erstmal runter. Wie weit es runter geht, das wissen wir nicht. Hochpunkt, runter. Relativer Tiefpunkt, hoch. Wenn die mittendrin sind, sowas hier, sowas hier, sowas hier, ist es egal. Ja, oder sowas hier oder das da. Aber an einem vermeintlichen Hochpunkt so ein Ding hinzuhauen, vor allen Dingen, weil am Montag die Amis geschlossen sind, die haben Martin Luther King Day, die sind zu, das ist, da gehen bei mir alle Warnglocken an. Ja. Wäre ich long, ich bin es nicht mehr. Ich habe alle Longs rausgeschmissen, komplett raus. Alles Lufthansa, Bayer, alles, was noch irgendwie auch kleinste Positionen, habe ich rausgeschmissen. Einfach, weil ich zufrieden war mit der Bewegung. Ja, also nicht wegen dieses Dojis, den wusste ich vor 2 Stunden auch noch nicht. Aber ich habe alles rausgeschmissen. Ich habe nichts mehr long. Ich habe, das hatte ich auch am Mittwoch gesagt, einen Put gekauft. Und zwar ist das der hier, diese GH2 ZD8. Das sind 15.803er, hat im Moment einen 21er Hebel. Da sind wir also hier irgendwo. Allerdings nur 25% dessen, was ich haben will. Die nächsten 25% kaufe ich entweder hier oder, jetzt muss ich den mal kurz rausmachen und auf die 4 Stunden gehen. Wenn dieser Punkt hier, muss mein Faden kurz, hier, die 15.030 unterboten wird, dann kaufe ich auf jeden Fall noch mehr dazu. Die Position voll machen würde ich unter 14.960. Das ist für mich der nächste, das ist dieser hier, nächste wichtige Punkt. Nochmal kurz zurück zum Tag. Also, das ist eine ganz gefährliche Sache hier. Es ist am oberen Band. Die Bänder sind fett auf, aber ich habe noch keine. Wenn das jetzt hier in die
horizontale geht oder gar steigt, dann hätte ich jetzt schon die Position in Putz komplett voll gemacht. Kann ich aber noch nicht. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn die Amis nicht da sind am Montag, die Amis geben viele Orders hier in Deutschland. Man hat es sehr, sehr gut gesehen in Bayer in den letzten 2 Wochen. Vormittags immer runter. Es war so nervig. Ich habe das auch im Chat geschrieben. Ich habe gesagt, immer jeden Morgen ging der Dreck runter. Punkt 13.30 Uhr wurde das Ding gekauft. Ja, und jetzt wissen wir, also aktivistische Aktionäre dabei und so. Also deswegen sind die jetzt so exorbitant gestiegen in den letzten Tagen. Das sieht man allerdings nur, wenn man sich so einen kleinen Mikrokosmos schafft von, sagen wir mal, maximal 20 Werten. Es gibt keinen Scanner auf der Welt, also zumindest ich kenne ihn nicht, der Kaufsignale nach einer Uhrzeit gibt. Also ich, vielleicht hat da einer gebaut, ich kenne ihn nicht, ich hätte ihn gern. Aber nochmal jetzt hier zum DAX zurück. So ein Gerät hier auf einem vermeintlichen Hochkurs ist ganz gefährlich. Und besonders schwierig wird es, wenn wir den Kurs, den Tiefskurs vom, was ist das, Donnerstag, das wäre bei 14.934, das sehe ich jetzt mal nicht, also zumindest nicht für Montag. Wenn wir den unterbieten, dann wird das eine klassische Top-Bildung mit einem Ziel von wenigstens hier 14.600. Also ich bin hier sehr, sehr vorsichtig, ich bin nichts mehr long, ich habe die Putzlong, das ist das Einzige, was ich habe. Aber ansonsten halte ich mich hier ziemlich zurück. Irgendwie fand ich den Tag heute auch ziemlich nervig, muss ich sagen. Ich habe 2 Calls. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das dies auch sind vom Mittwoch. Der eine ist ein 13.977er. Die packe ich jetzt auf die Watchlist. Ja? Und den anderen, den 14.151er auch, die packe ich auf die Watchlist, weil ich rechne eigentlich schon damit, auch wenn das am Montag nicht runtergeht, vielleicht erreichen wir nochmal diese 15.236, aber spätestens dann sollte er korrigieren mit einem maximalen Risiko von 14.600. Und dann haben die natürlich auch ihren höheren Hebel und machen mehr Spaß. Jetzt habe ich hier von dem Putz, ich habe eingenommen, werden gleich einige stöhnen. 34 ist der irre, was hat denn der Schlegel geraucht? 15.516, ich werde mit dem spielen. Und zwar später, also entweder hier, wenn wir bei der 15.236 sind, packe ich mir da ein paar rein, mit einer, nennen wir es mal, überschaubaren Positionsgröße. Oder wenn wir hier drunter gehen, unter die 14.000, was hatte ich gesagt, 14.935, dann hole ich mir den auch rein. Das ist ein schicker Hebel, ich mag sowas, ich stehe auf so Zeug. Ne? Ansonsten für die, den habe ich ja auch hier, diesen 15.803er ist hier weiter oben, der ist halt ein bisschen gemütlicher, da habe ich Zeit, da kann ich auch mal 100 oder 150 Punkte gegen mich aushalten. Als Investor, als Daytrader natürlich nicht. Also, das Ding wird müde. So sagen wir es mal. Ja. Und letzte, am Mittwoch hatte ich geschrieben, ist zum Atmen bereit. Ja, der ist jetzt überfällig. Ja. Der muss jetzt wirklich mal ein bisschen einatmen. 1350 Punkte ist eine Menge Holz, vor allem mit dieser Geschwindigkeit hier. Dieses Momentum ist erstaunlich. Heute kam die erste Branche ein bisschen unter die Räder. Das waren die Autos. Ja. Die besten waren noch die BMW mit 1,59%. Die schlechtesten die Daimler Truck mit 3,43%. Weil die einfach nicht so, VW hat schlechte Zahlen gebracht im Sinne von die schlechtesten Sales-Zahlen seit mehreren Jahren, eben wegen dieses Chipmangels. Tja, gut, sind sie halt ein bisschen runtergekommen. Die sind aber auch ordentlich gestiegen in letzter Zeit. Das war die erste Branche. Und da mal gucken, welches, das wird jetzt anfangen zu rotieren, was die nächste Branche ist. Nochmal, denkt dran, Montag, Amis zu. Ja, überlasse ich euch, ob ihr dann vorm Computer sitzt oder nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch nur einen halben Tag machen. Wahrscheinlich auch noch vormittags. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.